17 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk. Die Nachrichten. Ein Bombenanschlag auf das Londoner Kaufhaus Harrods fordert 9 Menschenleben und mehr als 60 Verletzte. 78 Jugendliche sind bei einem Brand in einer Diskothek in Madrid ums Leben gekommen. China will jährlich 10.000 Steirer Lastkraftwagen in Lizenz bauen. Das Abkommen wurde heute in Peking von Generaldirektor Malzacher und chinesischen Regierungsvertretern unterzeichnet. Endlich was Positives. Das darf doch nicht wahr sein. Also das wäre wirklich super, wenn ich die Bande da drüben mit selbstgemachten Vanillekipferln überraschen könnte. Hm? Naja, Sie haben ja eh gut aufgepasst. Müsst ihr ja klappen, so. Die ersten sind fertig. Ah, riecht mir ich jetzt gleich so auf den Teller. Ja. Geht schon. Sie müssen nämlich, was habe ich gesagt, müssen Sie? Auskühlen. Sehr brav, sehr brav. Wenn ich mich nicht auskühle, komme ich halt zu Ihnen, weil der Herr Sektionschef zum Beispiel wird mir nur spärlich darüber Auskunft geben. Ich weiß es auch. Also wenn Sie ihn wirklich nicht auskennen, da ist ja nichts dabei. Sie notieren Ihnen das Ganze. Richtig. Und dann kommen Sie einfach zu mir und fragen mich. Ja. Nicht? Aber erst müssen Sie dann in die Blechdose, glaube ich, wo Sie ein wenig auskühlen müssen, bevor man sie isst. Stimmt? Sehr brav, lieber Storch. Sie haben fabelhaft aufgepasst. Ja. Wirklich wahr. Ist denn dieses Luder wieder zu mir da in das Gastel hineingekommen? Ich hab doch diese Bestie, die mich elektrisiert hat, wieder schon weggeschmissen. Das muss die Hillage werden. Natürlich kann nur die... Moment, bevor die kommt, muss ich schauen, dass ich das loswerde. Der Storch kocht heute bei Nein, ich schreibe mir nur das Rezept auf. Kochen tue ich dann drüben. Fassokol, gehen Sie bitte, können Sie raus schon mal runtergehen zu den Mistkiefeln? Herr Sektionschef, lieber eher nicht, weil ich muss die Vanillekiefer alleine tun, die brennen mir sonst an. Später dann, so wichtig wird es doch nicht sein, Herr Sektionschef. Naja, doch, es ist so. Nein, Sie haben recht, also die Vanillekiefer, das ist ja eigentlich noch wichtiger. Ich möchte wissen, was da so wichtig ist, dass du misst musst, dass der nicht nur ein bisschen warten kann. Aber so ist er halt. Eigensinnig bis dorthin. Der Zucker. So, und jetzt tun wir diese ausgekühlten in die Dose. Ha? Birgit, mir kommt aber vor, Sie haben da auch weggefressen. Ich? Das sollten Sie aber nicht tun, es ist ja genug, welche Sie zerbrechen. Ehrenwort, Frau Sokol, ich habe kein einziges angerührt. Der Herr Sektionschef war an der Durchreiche. Ja. Nein, der greift aber zu wie ein Staubsauger. Ja, aber blitzschnell, mir ist gar nichts aufgefallen. Ja, der soll Ihren Vorrat zusammenbringen. Schauen Sie, das ist noch da mehr. Jetzt kommen ja noch welche. Und ich meine Frau, die will immer, dass sie einen Vorrat und ich, wie viel ich auch mache, alle weiß ans Putsch. So. Und jetzt werden wir warten, was mit die ist. Wollen Sie noch einen Kaffee? Na, danke, ich habe eh noch. Milch ist nur noch ein bisschen da, glaube ich. Hallo? Ja, ach, Herr Reiermann, Sie sind da? Na, sagen Sie mal, sind Sie in Wien? Nein, sind bei der Susi. Ja, klar. Die Susi hat übrigens glänzend getroffen, ne? Na, unten bei die Eibingers, das ist ja... Ja, die Eibinger ein bisschen komisch, nicht wahr? Ein bisschen derisch, nicht wahr? Aber die Julia ist doch so riesig nett. Ja, natürlich. Aber wir würden uns riesig freuen. Na, kommen Sie doch mit der Susi zu uns rauf, ja? Na ja, natürlich, wann Sie wollen. Na, die Hila ist noch nicht da, aber die muss jeden Moment kommen. Ja, also... Wir warten mit Ihnen mit dem Kaffee auf Sie, ja? Schön, Wiederschauen, Herr Herrmann. Frau Sokol? Ja, Herr
Direktionschef. Sagen Sie, wir kriegen jetzt gleich noch einen Besuch. Sie wissen, der Herr Reiermann. Haben Sie einen Feinkaffee? Ja, natürlich, ich kenne mich aus. Ja. Und dann natürlicherweise auch Buchweizenkekse, nicht wahr? Die müssen ja noch da sein, die hat ja niemand von uns gegessen. Nix ist da, denn Sie waren da starrhart, so, Sie werden die Zähne ausbeißen. Na, Moment, ich meine, der Herr Reiermann, wie ich ihn kenne, der nimmt das Buchweizenkeks und dunkt's ein, Feinkaffee. Aber ich glaube, ich kann Ihnen aushelfen. Wir haben drüben lauter solche Sachen. Der Josef bringt sie immer, weil wir gesund leben sollen. Wenn Sie wollen, hole ich sie. Ja, das wäre besonders nett. Ja, das ist gut. Ja, und Frau Sokol, an Sie hätte ich da schon eine Bitte. Ja. Werfen Sie doch nicht Sachen weg. Man kann doch nie wissen, ob man sie nicht noch braucht. Herr Sektionschef, da hätte ich auch an Sie eine Bitte. Ja, was denn? Fressen Sie mir nicht immer alle Vanillekipferl und samtig. Eine Frau will einen Vorrat haben. Wie soll ich nie einen Zahn bringen? Frau Sokol, soweit ich mich erinnern kann, erzeugen Sie doch diese Vanillekipferl zu einem ganz bestimmten Beruf. Und ich darf vielleicht davon ausgehen, dass der Zweck, zu dem Sie sie erzeugen, jener ist, dass sie jemand isst. Ich meine nicht Sie, sondern die Vanillekipferl. Natürlich, dass wir essen. Na sehen Sie, und jetzt frage ich Sie, was mache ich denn anderes, als dass ich das tue, wofür Sie sie erzeugt haben? Ich esse die Vanillekipferl. Nicht, der kratzt sich ja so, bevor er was Normales ausbringt. Servus, heißt Sie. Sei so lieb und bring der Frau Sokol die Sachen, die braucht sie nämlich jetzt gleich. Und ich, hast du's? Ich muss jetzt sehr schwer arbeiten. Ich mache nämlich Vanillekipferl. Der Teufel, die Vanille. Was ist Vierkornbiskuit? Ja. Also Buchweizenwaffen. Aha, Josef, ich sehe, der Geschmack hat sich schon ganz auf Weihnachten umgestellt. Ja, du hast recht. Aber was hast du denn da für eine Lampe? Hm? Stell dir vor, die Lampe ist unten bei dem Mistkäbeln gestanden. Ist doch nicht zu glauben, was die Leute alles wegschmeißen. Nimm's mit. Aber ich muss jetzt kochen zu den Vanillekipferl. Mach's gut, Papa. Papa, mach's gut und koch schön. Ah, ist interessant. Ich meine, ist ja gewusst, dass bei den Lafitte am Samstag der Tag der offenen Türen ist, aber so offen waren es noch nie, die Türen wie heute. Sockel? Ja. Begrüße Sie. Grüße, Herr Heinz. Liebe Frau Sockel, bitte, das hat mir der Storch gebracht. Auf rätselhafte Weise schickt er. Nein, das ist gar kein Rätsel. Wissen Sie, es kommt der Herr Reimann. Sie wissen doch, der isst nur lauter solche Sachen. Ich mache ihm auch gleich einen Feigenkaffee. Aha. Es geht miteinander. Und Thomas. Grüß dich, Thomas. Ist der Opa da? Ja, der ist im Arbeitszimmer. Oi. Da werde ich am stören. Und wenn ich nichts stören, ruhig, weil der muss eh gleich aufhören. Wir kriegen nämlich Besuch. Dann mach ich's gierig. Baba. Ist gut, Baba. So. Und Sie glauben, dass diese Vanillekipferl geglückt sind? Die sind immer geglückt. Na? Es ist schwer. Wieso ist nach einem kann man das so schwer sagen? Man muss mehrere zu sich nehmen, damit sich der Geschmack, das Aroma so in der Mundhöhle verteilt, regelmäßig. Und dann kann man beurteilen, ob sie gelungen sind. Sie haben einen sehr gelungenen Schmäh. Gespannt. Geh ich mal. Noch ein paar? Also, Tommy, bevor du mir die Zeit stehlst und lang herumredest, also, wo drückt dich der Schuhknabe? Also, der Knabe, ich bin pleite. Ich habe sogar schon für bis Februar einen Vorschuss auf mein Taschengeld von meinen Eltern. Denen kann ich nicht kommen. Also habe ich gedacht, dass vielleicht du in die Bresche springen könntest. Ja, ich soll in die Bresche springen. Ja, aber du, mein Lieber, Vorschuss schon bis Februar. Was wirst du dann selbst, wenn ich jetzt in die Bresche springe? Was machst du dann im Jänner und im Februar? Nicht wahr? Da musst du dann wieder in die. Kommst du da wieder zu mir wegen einem Bresche springen? Ja, ich suche Sponsor. Na, also gut. Also bitteschön. Um welche Beträge soll es sich denn handeln? Gehst ins Kino oder hast du irgendein Souper? Also, kleiner Disco-Besuch mit kleiner Dame. Apropos kleine Dame. Na, wie ist denn das? Du bist doch jetzt also, wie wir von dir erfahren haben, hast du doch also eine Wohngemeinschaft mit einer kleinen Dame, die mit dir just studiert. Ich meine, ich weiß schon, dass das... Ja, nicht nur, das ist besagte Dame. Ach, das ist die besagte Dame. Und mit der gehst du so auch aus. Ja, freilich. Wir vertragen uns wirklich sehr, sehr gut. Das ist eine tolle Wohngemeinschaft. Das freut mich zu hören. Ja, ist sie hübsch? Freilich. Das war ja...
Na, bist ja mein Enkel, der Miese wirst du aussuchen, selbstverständlich. Ja, na, also, Moment, wo ist denn mein Brief da? Ach, komm. Geh mal die Brieftasche suchen. Wieso hast du das gar verloren? Ich hab sie nicht verloren. Schau, ich geh doch immer, obwohl viele Leute sagen, wir haben dabei tödlich verkühlen, aber ich verkühle mich nicht dabei. Ich geh doch immer blank, selbst im Winter. Ne? Aber heute hat mir die Hilla so lang zugesetzt, bis ich doch endlich einen Winterrock angezogen habe. Na? Und was ist der Effekt davon? Wenn ich einen Winterrock anhabe, habe ich natürlicherweise jetzt die Brieftaschen in den Winterrock gesteckt. Also daher muss ich nur... Ach, das ist nicht futsch? Na ja, das hoffe ich schon, dass sie nicht futsch ist. Und ja, mal sehen. Ja, da ist sie ja. So, also, bitte sehr. Was ist? Unter diesen Umständen müsste die Dame aber so klein sein, oder? Aha, und so klein ist sie gar nicht, die Dame. Nein, das ist... Also gut, bitteschön, also, das noch. So. Da geht sich gerade aus ein D ohne... Aber ich habe ja eigentlich mehr... Ja. Advent, die Zeit der Erwartung. Also bitte, du hast noch einen. Danke. Du, und sag mir, ist sie groß, diese deine, aber nein, deine kleine Dame? Sag doch, kleiner Besuch mit kleiner Dame, sie ist ungefähr. Sie ist eher klein, blond ja? Und sehr hübsch. Eine zierliche Figur. Ja, das gefällt, Moment, sehr hübsch, sehr hübsch. Sehr hübsch. Ich traue meinen Augen nicht. Ja, wieso kommt denn diese verdammte Lampe schon wieder da her? Das kann nur die Sokol gemacht haben. Also ich wüsste nicht, wie sonst diese Lampe hierher kommen sollte. Wirklich, die Sokol. Moment, aber jetzt ist Augenblick, jeden Augenblick könnte die Hilla kommen. Was mache ich mit dieser... nimm diese Lampe, trag sie hinunter und stöße nicht mehr ein Mistkibbel, nicht wahr? Aber bitte, wenn zufälligerweise die liebe Hilla treffen sollte, so steck irgendwie die Lampen, nicht wahr? Was hast denn du gegen die kleine Lampe? Das ist doch recht hübsch. Ja, die ist recht hübsch, nicht wahr? Aber das ist wie eine Giftschlange so gefährlich. Die hätte mich fast bissen. Nein, meine, also, man so einen elektrischen Schlag versetzt. Also, ich mag sie nicht. Also gut, ich werde das erledigen und ich möchte mich halt herzlich bedanken. Ja, so geholfen, ich werde das nie vergessen. Wirst du es nie? Ah! Ich will mich doch nicht getäuschen, Ihre markante Stimme drangehen, mein Ohr. Was haben Sie denn? Sie haben so... Ich hab mich gerade als Vanillekipferl-Tester bei der Frau Sokol betätigt. Oh, das ist sehr liebenswürdig, aber das hätten Sie gar nicht gebraucht. Ja, ich wollte das richtig wissen. Ach so, das ist ja... Ihr Pouvoir. Bitte, wie fanden ich Sie sie? Sehr gut. Nein, nicht die Sokol. Nicht die Sokol, die Vanillekipferl waren fabelhaft. Aber die Sokol nehme ich, nicht die Vanillekipferl. Die Sokol hat mir ausgerichtet, dass Sie dann zu tun haben und Besuch erwarten. Ich störe Sie auch nicht lang. Bitte, es ist mir dringend, ich brauche die Wunschlisten für Ihre Bücher. Weil Schatzi. Ich habe ja in letzter Zeit die merkwürdige Erfahrung gemacht, Sie werden immer ordentlicher. Ja, das ich meine, also wirklich, ich erkenne Sie kaum wieder. Ich war so ordentlich und so zuverlässig. Und jetzt fragen Sie mich auch noch nach etwas. Mein lieber Ernst, mein Sohn, ja. Der soll das nämlich schon seit 3 Wochen machen. Ach, Sie haben sich schon fertig. Vergiss es bei jeder Gelegenheit wieder mitzunehmen. Na gut, wenn wir Sie heute mitnehmen. Aber was würden Sie mir denn für Tipps geben? Hören Sie, ich nehme an, Sie sind ja ein Mann von Entschlüssen und wir haben nicht, ist ja immer sicher auch schon sich überlegt, was Sie, aber Sie gibt ja nicht nur Leute wie Sie, es kommen ja bei uns Leute in die Buchhandlung und sagen, ich hätte gern für meine Tante, die ist ungefähr so groß und hat 74 Kilo, hätte ich gern ein Buch mit und dann soll man dann als Buchhändler, soll man der was vorstellen. Ja, und dann ist es noch besser, als wenn Sie die Antwort bekommen, nein, dem kann man kein Buch schenken, der hat schon eins. Ja, das ist es herrscht ja ein starker Trend zum Zweitbuch. Ja. Aber schauen Sie, da haben wir was aufgesagt, dass das liest Österreich. Und das ist vielleicht, wenn man so nicht genau noch weiß, haben Sie was irgendwas Passendes für mich? Ja, ich weiß nicht. Da ist eines für Sie, weil Ihre liebe Frau doch sich gerade in den wilden amerikanischen Süden begibt, gibt es ein sehr passendes Buch, heißt Glückliche Erben. Vielleicht das handelt allerdings von was anderem. Es handelt von den Erben von Dichtern und die sollen von auch den Themen ihrer Väter und Großväter jetzt leben. Ach bitte, na mein Gott, das war sehr viel Nostalgie dabei. Schauen Sie hier, der Karl Farkasch. Gleich nehmen wir Franz Josef. Gleich nehmen wir Franz Josef. Ja, überhaupt, also das ist ja jetzt mit den Habsburgern, da ist ein großer Andrang. Jetzt gibt es ja auch ein Buch über den Franz Ferdinand. Franz Ferdinand, dann gibt es ein neues, gibt es über den Maximilian. Da, schauen Sie, da wimmelt es von Schauspieler, Biografie, mein Gott, Gustav Fröhlich, Maxi, schreiben auch alle. Bei uns in Reichenberg. Ja. Hans Dienig. Ich bin ja schon so alt, ich habe ja den Hans Dienig.
seinerzeit noch gesehen als jugendlichen Komiker. Das glaubt man nicht. Nicht zu glauben. Eigentlich nicht zu glauben. Pardon, ich habe ja auch noch die Rosa Albach-Retti als Liebhaberin gesehen. Aha. Ja, daran merke ich erst, wie alt ich bin. Aber entschuldige Sie, ich lasse hier die ganze Zeit herumstehen. Wir haben nämlich dringend auch Sitzgelegenheit. Ja, gerne. Wir könnten also von denen. Und gerne, wann ich Sie nicht auf und ich habe Zeit. Aber nein. Na, bitte, kommen Sie noch mal rein. Herein. So. Das ist jetzt mein letztes Blech. Wie ich das Ganze so sehe, werden die ja auch noch gefressen. Also ich könnte die im Akkord herstellen. Okay, bitte. Grüß Gott. Sie erinnern sich noch an mich? Aber natürlich. Ja, immer wenn ich irrtümlich den Feigenkaffee erwische, dann fallen Sie mir ein. Jesus, und das dir, Fatina. Früher werden sich diverse Damen sicher an andere Einzelheiten im Zusammenhang mit dir erinnert haben. Ja, im Verzicht zeigt sich der Meister. Das ist interessant. Sie haben ein inneres Auge. Na, vielleicht gar wie dieser berühmte Dalai Lama. Der hat sein drittes Auge in der Nebenniere sitzen können. Ah, darüber müssen wir unbedingt noch reden. Sicher, ja. Wollen Sie die Paddeln da ablegen lassen? Ja, nein, wir hineinbringen, die haben einen kostbaren Inhalt. Ja, das sind die Geschenke für die Lafitte da drinnen. Ja, ja, aber Sie werden auch etwas davon haben. Ist was zu essen, ja? Nein, ganz im Gegenteil. Komm, Susanne. So. Ja, was sehen Sie? Im Gegenteil. Also da kann ich mir als Geschenk nämlich überhaupt nichts vorstellen. Oh ja, ich darf bekannt machen, dass das der Wind weg, nicht wahr? Ja, aber Herr Reiermann, also ja, das ist wirklich. Aber ich darf Sie eines bitten. Sind Sie schon sehr hungrig? Nein, na, wieso? Wenn Sie nicht sehr hungrig sind, würde ich Sie bitten, warten wir ein bisschen mit der Jausen, weil die Hila muss sozusagen jeden Augenblick. Ja, natürlich. Wir haben sowieso noch ein bisschen brauchen wir Zeit zum Auspacken. Moment, wieso? Was wollen Sie denn auspacken? Lassen Sie sich überraschen. Ach, soll das höflich sein beim Auspacken? Ja, bitte, aber Vorsicht, ist sehr heikel. Sehr heikel. Ja, soll das für uns was sein? Das ist ein Stier. Das ist ein Ochs, bitte. Studieren Sie Anatomie? Ja, aber beim Weihnachtskrippel ist alleweil ein Ochs dabei und kein Stier. Ist alleweil, das habe ich nicht gewusst. Ja, Moment. Das soll ich also annehmen, dass Sie uns diese Weihnachts... Ja, also die Hilla, die wird ganz wahnsinnig werden vor Freude. Ja, diese Krippen, die habe ich von der Reifisser. Das ist eine ganz berühmte Holzbildhauerfamilie im Südtirol. Ja, bei denen hat er schon der Urgroßvater geschnitzt und von dem stammt diese Krippe. Ja, aber Herr Reiermann, nein, wirklich, also das können wir doch gar nicht annehmen, ein so kostbares Geschenk. Wie kommen wir denn dazu? Jetzt habe ich den Esel. Ja, klar, Sie haben einen guten Griff. Ist das eine versteckte Anzüglichkeit? Na, wir kommen's drauf. Aber eigentlich, wenn ich es so anschaue, es ist nur logisch, dass Sie immer zuerst die Viecher finden. Irgendwie haben Sie sowas vom heiligen Franz. Vom Heiligen hätten Sie mich erst mit Bord sehen müssen. Dann ja, vielleicht könnten wir da drüben diese Krippe ein bisschen abräumen. Ich glaube, das wäre ein sehr guter Platz. Ein so Moment für die Krippe. Ja, ich glaube auch. Darf ich Ihnen behilflich sein? Ja, bitte sehr gerne. So, vorsichtig mit der Uhr. Vorsichtig, die Uhr. Ich nehme das Tuchwerk. Vorsichtig da hinstellen. Adventskranz. Ja, den Adventskranz natürlich. Wenn wir weiter nach hinten stellen. Und das Tuch legen wir schon zusammen. Ja, bitte sehr. Wenn Sie mir das geben. Susan, gib mir bitte die... Die Maria. Die Maria. Ja, schauen Sie sich doch bitte einmal das Gesicht von dieser Maria an. Diese Zartheit, diese Innerlichkeit, diese so alte Fassung. Die wirklich eine sehr starke Figur. Ja, aber der Josef, der ist noch viel stärker als Figur. Ja, der ist dargestellt als Handwerker, als Tischler mit einem Hobel in der Hand und einem unglaublichen Ernst im Gesicht. Ja. Dieser alte Reifeser, der war ja eigentlich Konditor. Ja, der hat ganz nebenbei mit dem Schnitzen angefangen. Ja, wirklich ein großer Künstler. Moment. Also der hat also zuerst in Schokolade geschnitzt? Ja, der hat in Paris den großen Preis gemacht, der Zuckerbäcker. Der hat ein Schachspiel gemacht, also in schwarzer und weißer Schokolade. Und dann ist er zum Schnitzen. Ja, wirklich ein ganz großer Künstler, wirklich. Das ist halt wunderschön. Der Hauptdarsteller, finde ich, der schaut Ihnen ein bisschen ähnlich. Ich glaube, jetzt wollen aber Sie mich pflanzen. Nein, ich finde, Sie haben auch ein bisschen so was Gotisches. Ja, okay, Susan, gib mir bitte den Josef rüber. Ich möchte den Herrn Sektionschef vorstellen. Da sind einmal zwei Hirten. Den Josef, Susan. Den Josef? Ja, den Josef, die Hirten. Du, das ist kein Josef da, Vati. Okay, das gibt's ja nicht. Nein. Ein Witz. Ja, ich finde keinen. Aber Herr, gib mir was ein...
Mach doch keine Witz mit mir. Was? Er ist nicht da. Aber geh, ein Krippen ohne Josef, das gibt's doch überhaupt nicht. Aber bitte, Herr Reiermann, regen Sie sich nicht weiter auf. Schauen Sie, ich finde die Krippe auch ohne den Josef wunderschön. Teufel nochmal, wo ist denn der Josef? Ja, wie? Der ist nicht da, Vati. Die Reifwieser, die werden mir noch nicht absichtlich vergessen haben, den Josef einzupacken, weil nämlich der Josef als Handwerker mit dem Hobel in der Hand, mit diesem ernsten Gesicht, ist nämlich als Figur allein schon sehr, sehr stark. Ja, sicher. Nein? Mal schauen Sie, irgendeine Lösung wird sich schon finden für den Josef. Vielleicht können Sie den statt dem Josef nehmen. Herr Gens, das ist doch ein Hirte, sehen Sie das nicht? Das ist doch der kniende Hirte, das ist doch ganz anders gekleidet als der Josef. Das ist doch der Hirte, der Krippe am nächsten. Nachdem ich den Original Josef nicht kenne, fällt mir der Unterschied natürlich nicht auf. Der Josef ist doch ein Handwerker. Jetzt reg dich nicht auf, dann werden wir halt den Josef nachbestellen. Haben wir das gehört, Sie mit den Josef nachbestellen? Das ist schon gar kein Problem. Vielleicht im Versandhaus, was? Ich bitte dich, Susal, du mit deiner Psychologie, aber Susal, der diese Krippen geschnitzt hat, dem tut doch längst kein Bohr mehr weh. Dann ist mit dem Nachbestellen schwer. Ja, natürlich. Aber gut, vielleicht könnte man irgendwas, also vielleicht irgendwas anderes als Josef nehmen. Wir nehmen den einen Hirten da, den ohne Schafe. Das geht doch nicht, weil die Hirten sind die Hirten und die Handwerker sind die Handwerker. Siehst du doch an der Kleidung schon so. Ich kann ja gar nicht hinschauen, weil mir bricht's Herz, wenn ich da hinschaue. Wenn der jetzt rechts von Kinder kommt und da die Maria, dann schaut er doch genau wie der Josef aus. Das merkt doch kein Mensch, oder? Also ich finde ja diese Figuren alles. Nicht. Haben wir Besuch? Ja, der Herr Reiermann ist da mit seiner Tochter und der Herr Heinz. Der Herr Reiermann? Ja. Nein, das finde ich aber nett. Das freut mich. Sagen Sie, ich habe eine Frage an Sie. Ja. Wenn Sie Zeit hätten, also es muss ja nicht gleich sein, aber ich möchte so gern, dass Sie diese Lampe auf den Boden hinaufstellen. Ja. Wissen Sie, wo ich sie gefunden habe? Ja. Auch bei den Mistkübeln. Aber. Und ganz bestimmt hat sie meinen Mann hingedacht. Der kann die nämlich nicht leiden, diese Lampe. Und ich mag sie so gern. Ich hänge einfach an ihr und ich möchte sie nicht gerne verschenken. Verstehe. Gut, Knöfer, ich mach das dann. Danke vielmals. Sagen Sie uns, was ist mit dem Kaffee? Ja, beide Kaffees sind schon fertig. Der Feigenkaffee natürlich. Ich glaube, die haben mit der Jausen eh auf Sie gewartet. Ich habe mich ja wieder wahnsinnig verspätet. Aber tun Sie dann nicht. Ich eil mich. Jo. Ja! Der Herr Reiermann, also wissen Sie, so lange waren Sie nicht bei uns. Das tut mir leid. No, und die Susi, auf Sie bin ich ganz böse, die kommt uns nie besuchen. Mein Gott, ich wollte ja eh schon so oft, aber... Ich hab mir einfach nicht traut, ohne Grund. Ja, ich habe ja nicht immer einen Grund und trau mich auch immer. Nicht? Das hat sie von der Mama, diese Bescheidenheit. So, ich verstehe diese ganze Bescheidenheit nicht. Schließlich ist der Samstag unser Tag der offenen Tür, wo da brauchen wir doch keinen Grund dazu. Lila. Ja? Entschuldige, ich bin auch noch da. Ja, entschuldige. Ich finde das reizend. Also, du redest. Nee, Moment. Na, und es fällt da gar nichts in dem Zimmer auf. Ja, es ist verständlich. Wenn du vielleicht da mal deine Blicke aufgibst. Nach einer anderen Richtung längst. Was? Wem gehört die? Ja, das ist nicht so ganz leicht zu beantworten. Sie hat bis vor kurzem hat sie noch den Reiermanns gehört. Und die haben es von die, wie heißen die, Raffeiser? Oder, die Raffiser, ja. Raffiser, also die Raffiser, die Ur. Und jetzt sind sie bei den Reiermanns gelandet. Und stell dir vor, Hilla, der Herr Reiermann hat sich in liebenswürdiger Weise bereit erklärt, dir diese Krippe zu dedizieren. Das darf nicht wahr sein. Aber Herr Reiermann, wieso wissen Sie eigentlich, dass ich mir schon so lange eine Krippe wünsche? Muss so eine Art drittes Auge gewesen sein. Nein, und wie hübsch die ist. Ja. Gott, ist das reizend mit den Tieren. Mhm. Und nein, ist der Josef lieb. Gott, schaut der lustig dran. Ja, mit dem Josef, da ist mir ja leider was. Was ist denn mit dem Josef? Will sagen, dem Josef, den dürft leider sehr kalt sein, weil es ihm das Gesicht so verzogen hat. Ach, sehen Sie, drum schaut er so lustig drein. Mhm. Na, also ist das bezaubernd. Ja. Also es ist ganz bezaubernd, aber ich glaube, jetzt ist doch der Moment, wo man also an den Kaffee denken soll. Also, ja, mal bei der Sokol, entschuldigen. Ja. Frau Sokol. Der
Sind Sie wahnsinnig? Wieso das jetzt, bitte? Sagen Sie, Sie schleppen wie ein Kotz Ihre Jungen, die landen immer rauf und runter? Erstens bin ich kein Kotz, zweitens habe ich keine Jungen und drittens habe ich die Lampen gerade vorhin zum ersten Mal gesehen. Also dann lassen Sie diese Lampe verschwinden, aber sofort. Will, Herr General. Den Kaffee gleich. So, Befehl. Jetzt den Kaffee gleich, die Lampen weg. Wetterschön. Wenn ich dann Zeit finde, werde ich mit dieser Lampe auf den Boden gehen, Herr General. Jetzt habe ich keine Zeit, wird sie hier stehen. Da steht sie nämlich auch sehr gut. Heute hat er wieder ein Granti gefunden. Franz, also ja. Ich meine, wir sitzen hier so komisch angemalt wie das die Türken. Was ist mit dem Kaffee? Jetzt bin ich aber schon langsam unruhig. Ich könnte ja mal nachschauen gehen. Ich käme eh aus hier und kann in der Küche ein bisschen nützlich machen. Ja, das wäre dann will ich den Kaffee sehr gleich mit. Mein Malzkaffee. Ja, um Gottes Willen. Also Malz haben wir leider nicht. Nein, Feigen ist auch sehr gesund. Sehr gesund. Sagen Sie, Herr Reimann, hat Ihnen mein Mann schon erzählt, dass ich nicht mehr lang da bin und dass ich nach Brasilien fliege? Wegen einer Erbschaft? Ja, einem Ondi. Zufolge, ja. Waren ja. Sie schon mal dort? Nein. Ja, ich war schon mal da. Ach, ja, ja. Aber für Brasilien brauchen Sie also obligat die Pockenimpfung. Habe ich, ja, freilich. Und die Malaria. Malaria, wenn Sie wollen, ich, ja. Approximativ. Ja, ich ja. glaube, ich habe. Aber wichtig ist die Impfung gegen Gelbfieber. Wenn Sie aus oder über ein Infektionsgebiet nach Brasilien einreisen, aber da dieses Gelbfieber ist eine wahnsinnig wirklich gefährliche Krankheit. Wieso, um Gott? Tät ich Ihnen wirklich raten, sich dagegen impfen zu lassen. Ja? Wird nämlich internistisch alles kaputt. Die Milz, Leber, Niere, Schleimhaut, Blut. 5, maximal 20% Überlebenschance. Ja, aber wenn Sie es überleben, ja, dann sind Sie immun Ihr ganzes Leben. Ist doch Herr Reimann, Sie machen mir Angst. Ja, aber bei dieser unglaublichen Luftfeuchtigkeit, wenn ich sage, sollten Sie sich ein Medikament mitnehmen gegen, ja, was denn? Gegen eine Hautpilzerkrankung. Das wäre wirklich gut. Ja. Herr Reimann, Sie hätte ich gebraucht vor ein paar Wochen. Ja, wie das noch nicht so sicher war, dass die Hila wegfahrt. Wenn Sie damals alles das zum Besten gegeben hätten, wäre sie vielleicht nicht mitgefahren. Jetzt ist es spät. Wir sind ja einladen. Na, gern. Aber hoffentlich das nächste Mal rechtzeitig. Ich wollte bloß sagen, also die meisten sind ja die Leute, die erben, überaus glücklich. Ich zähle zu den Nicht-Glücklichen. Nein. Wieso? Ich wäre so froh gewesen, wenn die selige Tante noch wirklich selig wäre, nämlich noch leben würde. Also ich hätte ja ohne weiteres noch 20, 25 Jahre gegönnt. Ja, na, Sie müssen ja die Erbschaft nicht antreten. Ja, ein Egoist, der möchte nicht gerne allein sein. Ja, na, womöglich hinterlässt Ihnen die Tante lauter Schulden. Sie können bis an Ihr Lebensende nur zahlen. Nicht? Aber ich gebe auf jeden Fall ein paar sehr gute Adressen mit. Sie machen es mir nicht so unruhig. Ja, nein, ich trotzdem. Ich gebe Ihnen da sehr gute Adressen mit von ausgewanderten Tirolern. Da ist einmal der... Wie? Ja, als Freunde, die gehen Ihnen sicher sehr gerne zu haben. Oh, da wäre ich dankbar für ein bisschen Hilfe, Franz. Das ist ganz wichtig. Ja, die Großeltern sind schon ausgewandert. Ja, aber die können ja heute noch nicht Portugiesisch. Da lernen eher die Brasilianer. Tirolerisch. Im Ernst? Ja, wie heißen diese Leute? Na, da ist einmal der Loisi, der Hintereger Loisi, der hat eine gut gehende Rechtsanwaltpraxis in Rio. Der kann Ihnen also wirklich sehr gut helfen. Ja, und dann ist der Storger Michi. Der hat bei uns zu Hause im Sommer immer auf der Alm die Sennerei betrieben. Aha, der war für uns ja nur der Kurtutenmuch. Was war das bitte? Much, das ist der Michi, das ist eine Verzerrtelung von Michi, Michael. Nicht? Also wenn ich es übersehe, der Kuhäuter Michael. Das habe ich so übersetzt. Das ist der Kurtutenmuch, ja. Und im Winter war er dann ein fester Skilehrer, nicht? Und dabei hat er seine Frau kennengelernt. Eine Brasilianerin. Bildhübsche, reiche, steinreiche Brasilianerin. Die besitzt drüben die größten Edelsteinmine. Also den schlecht. Muss ich kennenlernen. Ja, die sind alle in dieser Tiroler Siedlung Blumenau, oder wie die ich glaube, Blumenau. Wenn Sie noch lang erzählen, habe ich das Gefühl, in Brasilien gibt es nur Tiroler. Ja, die haben Brasilienfeste da. Vielleicht kann ich mich auch als Kaffeehelfer betätigen. Ja. Weil ich bin schon gewöhnt in diesem Haus. Ja. Mein Feigenkaffee. Es geht auf uns, dass wir das gewöhnt sind im Haus. Vorsicht, heiß. Ah, Schatz, jetzt wollte ich Ihnen helfen mit dem Kaffee. Jetzt hätte ich Ihnen beinahe die Kanne aus der Hand geschleudert.
Sagen Sie, das ist doch eigentlich seltsam. Nicht, ich gehe in diesem Haus ständig ein und aus. Also das ist nicht der Beginn von einem Weihnachtsgedicht, nicht, dass Sie glauben. Nein, nein, also ich gehe in diesem Haus ständig also aus und ein. Und wieso sehe ich Sie nie? Ja, also ich gehe in dem Haus ja auch ständig ein und aus, weil ich ja da wohne, aber ich sehe Sie auch nie. Das ist blöd. Ja, nein, Zufall, würde ich sagen. Naja, man müsste vielleicht was ausmachen, nicht? Damit es nicht so weitergeht. Was geht so weiter? Naja, das mit dem Nichtsehen. Moment, jetzt, da müssen wir was klären. Ich bin nämlich ja gerade Michel. Das ist typisch Tiroler. Ja, genau, und ich möchte immer klare Verhältnisse. Also ich weiß zufällig, dass Sie mit diesem Haus oder ja, also mit dieser Wohnung in nicht nur, wie soll ich sagen, freundschaftlicher Beziehung stehen. Nicht nur freundschaftlich? Was? Das, wie versteht denn? Ja. Ach so, das, Sie meinen das mit der Niki? Genau. Nein, aber das ist ja schon lange nicht mehr. Ich bin ja jetzt mit Ihrem Vater nicht zusammen. Wie bitte? Ah, ja, nein, also bin nicht so. Nein. Wir sind Kompagnose in der Buchhandlung. Ach so. Ja, so ist das. Lesen Sie gern. Ja, gern, sehr gern. Ja, das ist, der hat was gegen uns. Und viel? Na, geben Sie mir doch vielleicht Ihre Telefonnummer und ich gebe Ihnen meine. Ich bin nämlich ein ausgesprochener Feind von Zufällen. Ja, gut. Was willst du zum Schreiben? Ich möchte schauen, ob ich irgendwo... Moment. So. Jetzt wirklich schon so vor, wie wenn man schickt, wenn der Bartl den Most holt. Ganz genau. Also jetzt werde ich einmal schauen, was mit diesem Kaffee ist. So war das noch nie. So cool. Ja. Sagen Sie, was ist denn mit dem Kaffee? Sind Sie eingeschlummert? Aber der Kaffee, der muss doch längst drin. Die Susi hat ihn doch geholt. Ja, er muss drin sein, aber er sagt, da sind Sie ja. So, also dann. Nix, also dann, Herr Sektionschef, bevor Sie einschlummern, da hätte ich das Kaffeegeschirr. Das Kaffeegeschirr, bitte schön. Dann habe ich die Vanillekipferl. So, bitte, das ist sehr lieb. Und das kann ich mich vielleicht auch tun. Das wäre reizend, bitte. So, sind wir noch mehr. Hände in Ordnung, ja, und so und das auch noch. So, also und jetzt sagen Sie mir nur, was ist mit der Lampe? Ist die verschwunden? Sie wird Ihnen nicht mehr über den Weg rennen. Ihr Wort in Gottes Ohr. Genau. So, mein lieber Guido, tritt ein und Glück herein. Ja, aber der Schlüssel passt nicht. Dir passiert das auch. Ich bin zu blöd. Ich stecke immer den falschen Schlüssel rein. Gut, no? Es geht uns wie dem Frosch in der Fledermaus. Herr Direktor, wir sind eingemauert. Schau dir das an. Eine reizende Lampe. Ja, sag mal, was machst denn du, bitte, Konkurrent? Danke vielmals, danke schön. Was machst denn du hier, du süßes Lamperl, ganz allein in der Ecke? Ja, fürchtest du dich nicht? Ja. Aha, ja, sie sagte, hier wohnen lauter anständige Menschen. Na ja, ist eh wahr nicht, aber so direkt zum Zugreifen soll man nichts vor die Tür stellen. Nein, da hast du vollkommen recht. Verführt. Das wäre schon drum, wenn da was passieren würde. Das wäre vielleicht ein Jammer. Das ist doch eine ganz entzückende Lampe. Sei mir nicht böse, ich mache jetzt noch einen Sprung zur Frau Sokol in die Küche. Ja. Ich verstehe dich, Guido. Jeder Jüngling hat nun mal den Hang zum Küchenpersonal. Du mach dir nur lustig über deinen armen alten Onkel. Das kann ja gar nicht die Rede sein. Du weißt, ich lebe und verehre dich. Ich hoffe dieses. No. Verlass dich ab. Da fahrt die Eisenbahn drüber, ah, gell? Tschüss, wie man zu sagen pflegt. Hallöchen. Hallo. Servus. Servus. Ciao. Hallo. Das ist ja der Herr Reiermann. Ich freue mich. Sehen Sie alle Jahre wieder. Ja. Ach, meine Frau, die wird sich aber ärgern, dass sie nicht... Dass sie sich versäumt. Sie kommt heute erst am Abend nach Hause. Ja. Sagen Sie, sind Sie vielleicht noch länger da? Dann können Sie sie doch noch sehen. Da wird sie sich wahnsinnig freuen. Fast hätte ich vergessen. Wir haben nämlich dieses kleine Praterbild gekauft, das Ihre Frau gemacht hat. Da haben wir das da ist ein arabischer Scheich gehoben. Der war ganz versessen auf dieses Bild. Ich weiß auch nicht. Ja? Meine Frau wollte gar nicht hergehen. Darum hat sie es mit einem Schutzpreis versehen. Der hat einen Scheck über... $1,000 ausgeschrieben. Okay, sind Sie lieb und geben Sie mir. Das soll ich meiner Frau geben. Ja, weil ich habe nämlich der Susel versprochen, heute noch mit ihr Nobel essen zu gehen. Ich weiß nicht, wenn sie noch will. Ne? Sind Sie so auf Nobel essen aus? Eigentlich weniger. Ich gehe am liebsten in ein gemütliches Beisel. Das ist ein Beweis, einen wirklich exzellenten Geschmack, nämlich genau meinen. Habe ich es getroffen? Ja, bitte.
Woher hast du denn die Lampe? Ja, wollte ich schon die ganze Zeit fragen. Das ist eine Stehlampe. Eigentlich ja, das sehen wir. Eine Türstehlampe. Sie stand nämlich unter eurer Tür. Ne? Und es wäre doch schade, wenn die verschwinden. Ein Moment, Ja? Die Lampe stand an der Tür draußen. Verstehe ich nicht. Wie kommt die Lampe dorthin? Die Sockel bringe ich heute noch um. So eine zauberhafte, hübsche, reizende Lampe. Ja, zauberhaft, das ist der richtige Ausdruck. Wenn man sie anrührt, hat es mich gerissen wie ein Zauberer. Ja, wieso der Guido? Ich habe x-mal gesagt, der Guido kann die Lampe reparieren. Der Guido kann sie reparieren, natürlich. Der Guido repariert alles. Denk an unsere Kassette, denk an die vielen Uhren. Er wird auch die Lampe reparieren. Entschuldigen Sie, ich höre Ihnen jetzt die Pardon. Ja, der Guido ist mit mir, wollte ich nur der Mama sagen. Aufgekommen ist jetzt in der Küche und sagt der Sokol nur guten Abend. Ja, ja. Also, ich höre Ihnen schon die ganze Zeit wegen der Lampe zu, wertvolle, entzückende Lampe. Ich werde ja wahnsinnig. Ja. Ich bin schon den ganzen Nachmittag wahnsinnig wegen der Lampe. Wissen Sie, wie ich noch ein Kind war, da ist nämlich genau so eine Lampe auf meinem Nachtkastel gestanden. Und bei der Übersiedlung ist sie dann verloren gegangen. 11 Jahre war ich alt. Ich erinnere mich noch genau, mein Vater hat mir Geld mitgegeben. Ich sollte die Möbelpacker unterwegs zu einer Jausen einladen. Ich erinnere mich, das war ein großes Gulasch und ein Gerät Bier, 60 Groschen. Das wäre ein Elefant. Wirklich. Also ich war so traurig, dass dabei das Lamperl verloren gegangen ist. Mein ganzes Leben habe ich nach einem solchen Lamperl gesucht. Ja. Vielleicht, weil ich indirekt geglaubt habe, dass ich damit ein Stück Jugend, Kindheit zurückholen sehen Sie, kann. Sie sagen es, Herr Reiermann. Ja. Und deshalb ist mir diese Lampe eben sehr kostbar. Ja, natürlich. Und ich geniere mich richtig. Ich habe richtig Hemmungen, Sie zu fragen, ob Sie mir vielleicht dieses entzückende, wertvolle Lampen verkaufen könnten. Ja, aber bitte. Verkaufen wir es nicht? Nein. Und wenn Sie ihn nicht gleich aufessen, nicht, dann geben Sie ihm ein schönes Platzerl und von dort aus wird er Sie beschützen. Ah, das ist lecker. Das ist ja Nikolaus. Weihnachtsmann hat sich verkleidet als Nikolaus. Aber das ist schon sehr lieb. Lieb was? Ja, ich werde ihm ein kostbares Platzl geben und werde mir oft anschauen. Bitte, bitte. Wirklich. Und wenn ich Glück habe, dann friss ich nicht gleich. Was, das haben Sie auch, dass Sie mitten in der Nacht aufwachen und unbedingt was naschen wollen, auch? Nur in der Nacht im Halbschlaf gehe ich. Weil sonst wissen Sie, bei Doktor passe ich ja ungeheuer auf meine Figur. Oh, das haben Sie doch nicht notwendig. Prima, Figur 1a. Dass ich Ihnen erzähle, ich habe mich sogar einmal an einem uralten Lebzeltherz vergriffen. Das war als Schmuck für die Wand gedacht. Denke, mein ist draufgestanden. Das habe ich. Ein Biss hinein und die Zahnkrone war futsch. Das war ein sehr kostspieliges Herz. Ich weiß nicht, alle Sachen, wo das Wort Herz vorkommt, das sind teuer. Sie sagen es. Ja. Dichterin, das wäre Frau Sokol, das wäre ein wunderschöner Kalenderspruch. Ja. Sind Frau Sokol, bitte packen Sie diese Lampe ein. Und schmeißen Sie es weg. Wie kommen Sie denn auf sowas? Diese Lampe ganz vorsichtig einpacken, damit ihr ja nichts passiert. Ja, Guido, servus. Kommst du nicht zu uns rein? Sofort gleich, selbstverständlich, bitte. Ja, und bitte sehr vorsichtig aufpassen, dass nicht diesen kostbaren Glasperlen irgendwelche verloren gehen. Diese Lampe habe ich doch schon irgendwo gesehen. Jetzt frage ich mich, bin ich blöd oder? Im Zweifelsfall sind es immer die anderen. Man soll sich nicht mit Selbstanklagen überhäufen. Und einpacken soll es? Ja, na, vielleicht ist es ein Geschenk. Sie ist ja eigentlich recht hübsch. So, jetzt muss ich aber zur Familie. Eine harte Aufgabe, hart meiner. Kaffee trinken. Ja, Herr Guido, passen Sie auf. Aber auf die eine Kanne, da ist nämlich der Feigenkaffee. Und vergreifen Sie ihn nicht auf den einen Teller mit Keks, das sind nämlich Gesundheitskekse. Was? Wieso? Was ist los? Der Herr Reiermann ist los. Der Reiermann? Ja. Ah, ich danke Ihnen. Jetzt verstehe ich alles. Danke für den Hinweis. Bitte. Also bis später. I see you later. Das ist Französisch. Ich bin ja wirklich gerührt. Schauen Sie, meine Augen ganz voll. Schöne Augen. Wirklich, dieses kleine Lamperl meiner großen Sehnsucht, das wollen Sie mir wirklich schenken. Aber was sagt der Reiermann? Schauen Sie, wirklich? Wir sind ja überaus froh, dass diese Lampe...
dass diese Lampe Ihnen so außerordentlich gefällt, ja, nicht wahr? Und dass Sie also dann, weil sonst hätten wir Sie natürlich sorgsam aufgehoben. Ja, ja, weil ja, das will ja nicht ein solches Brauch. Meine Herrschaften, oben! Guido! Herr Reimann, so, was ist es nicht immer um die Weihnachtszeit, dass wir die hohe Ehre haben, den lieben Herrn Reimann zu sehen? Ja, 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 ab und zu muss ich mich ja nach meiner Kleinen um meine Kleine kümmern, ja, auch wenn sie langsam heranwächst. Man bleibt ein sorgender Vater, obwohl sie ja diese Weihnachten nicht mit uns verbringen will. Ja. Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, ich versäume ich sogar meinen geliebten Christkindleinzug. Aber nein, was ist denn das bei euch, Christkindleinzug? Ja, ich glaube, dass das nur bei uns in Tirol gibt. Das ist irrsinnig lieb. Da ist ein kleiner Umzug mit Schafeln und Hirten und Fackeln und Laternen. Und auf dem Wagen mit Pferdl und Bonny kommt das Christkind, so mit viel Flitter und schön beleuchtet. Und das, genau, ist ein Mordshetz für die Kinder und eine große Freude. Und ich sehe es auch so gern. Und da hält das Christkind sozusagen Einzug in die Stadt. Ich verstehe. Das ist immer eine Woche vor Weihnachten. Diesmal müssen Sie sich mit uns zufrieden geben. Ja, zu sehen. Sie werden da nicht allein bleiben. Ne? Sie werden bei uns Stille Nacht singen. Mit uns zusammen. Gell, ganz genau, das ist sogar eine Bedingung. Ja. Singen Sie hübsch eigentlich? Ob ich hübsch singe? Ja, ich weiß nicht. Greift zu. Kann man, glaube ich, selber nicht so beurteilen, oder? Na, wieso? Das heißt das, dass es niemanden gibt, der Ihnen so beim Singen zuhört? Na, höchstens der Herr Aibinger. Und der ist ja bekanntlich stockderisch. Naja, der kann es schwer beurteilen, aber auf jeden Fall freut mich das. Wie soll ich jetzt das wieder darf verstehen? Darf ich Ihnen vielleicht eine Tanne schicken lassen? Wieso gibt es denn das? Heuer habe ich gedacht, man darf keine Tannen schlagen. Wir wollten schon einen künstlichen Weihnachten. Ja, also machen Sie sich da keine übertriebenen Sorgen, weil diese Tannen werden nämlich extra dafür gepflanzt. Ich habe einen Freund. Wie groß darf die Tanne sein? Na, kleine, liebe, herzige Tanne. Wieso? Kleine, liebe, herzige, ich weiß nicht, wie lange. Warum du so unverschämt bescheiden bist? Entschuldige, das ist ein Geschenk. In Tirol haben sie herrliche Tannen. Da können wir doch so riesige Tannen haben. Hinauf bis zum Plafond. Also 4 Meter. Ja. Unverschämt. Nein. Hila, wenn ich den Guido so neben mir sitzen sehe, ist halt eine Erinnerung an die Kindheit. Ich weiß, was du denkst. Zu Hause gab es immer einen riesigen Tannenbaum. Erst. Ja, weißt du, das war ja überhaupt... In diesem Kreise traue ich mir das zu sagen, Weihnachten ist nicht mehr, was es war. Nur sicher nicht. Nein, es ist nicht mehr, was es war. Die ganze Welt ist nicht mehr das, was aber es wird natürlich jemand sagen, ja, natürlich, weil sie schon so alt sind. Ja, was hat nichts mit Alter zu tun? Mit den Kindern zu Hause ist es früher, erstens einmal war zu Weihnachten immer Schnee. In Wien. Na, in Tirol haben wir Schnee. Ja, in Tirol haben wir Schnee. Aber Schnee. Na, du, zu Weihnachten habe ich ganz gerne Schnee. Ja, weißt du, wenn es so herunterrieselt, es ist so groß. Franz, ist das nicht nur, dass wir uns das vorstellen, dass in unserer Kindheit so war, das Wetter kann sich da nicht so geändert haben. Das ist eine Klimaverschiebung. Meine Frau läutet immer noch mit den Glöckern und dann kommen die Kinder. Ja, ja. Auch wenn sie schon 22 Jahre alt sind. Das ist schon so ein Nein.